Im letzten Video habe ich euch mein schlechtestes Dorf in Clash of Clans gezeigt. In diesem Video zeige ich euch die 7 größten Fehler in Clash of Clans und wie ihr sie vermeiden könnt. Moin Moin und herzlich willkommen zu der zweiten Folge Rush to Max. So, ihr seht jetzt hier, das ist mein gerushtes Dorf und wenn ihr einige der Fehler macht, die ich euch gleich sagen werde, dann kann es gut sein, dass euer Dorf so aussieht wie meins. Also hier mit Level 1 Minenwerfer noch, aber noch Level 10 Mauern. Also das ist ein sehr verrücktes Dorf auf jeden Fall. Besonders Spieler, die neu anfangen Clash of Clans zu spielen, machen Fehler, die denen am Anfang vielleicht gar nicht bewusst sind und die das später erst realisieren. Und mit diesem Video könnt ihr ja vielleicht die Fehler vermeiden. Ihr könnt das Spiel natürlich spielen, wie ihr wollt, aber wenn ihr diese 7 Fehler vermeidet, habt ihr auf jeden Fall einen Vorteil zu vielen Spielern, die Clash of Clans spielen. Nummer 1 ist, dass ihr am Anfang eure Juwelen nicht spart und das ist dann natürlich schlecht, weil mit den Juwelen kann man sich ja die Bauarbeiterhütten kaufen. Wenn ihr aber am Anfang eure Juwelen schon ausgebt, könnt ihr euch erst später den dritten Bauarbeiter holen, später erst den vierten holen und später den fünften, als wenn ihr durchgehend eure Juwelen spart, weil ich würde erstmal immer die Juwelen sparen und die Bauarbeiter holen, bis ihr die 5 Bauarbeiter voll habt. Und dann gibt es noch andere Wege, wo man die Gems natürlich ausgeben kann. Da gibt es auch wieder sinnvolle Wege und nicht so sinnvolle Sachen. Aber auf jeden Fall sollte man meiner Meinung nach am Anfang die Juwelen sparen, um möglichst schnell alle Bauarbeiter zu bekommen, weil das bringt euer Dorf ja am schnellsten voran, wenn ihr möglichst viele Bauarbeiter habt. Fehler Nummer 2 ist wie zum Beispiel bei mir, wenn ich hier 3 Bauarbeiter frei habe und dann entscheide, ich starte 3 Sachen, die genau gleich lang dauern, weil dann ist das Problem, wenn die Bauarbeiter wieder fertig sind, müsst ihr so viel Ressourcen haben, um 3 Sachen wieder zu starten, weil sonst ist das ja verschwendete Zeit. Also lieber wie hier eine Sache upgraden, zum Beispiel die dauert 18 Stunden, die Verbesserung hier dauert nur 12 Stunden, dass das immer ein bisschen zeitversetzt ist. Am Anfang geht das auch noch, da kriegt man die Ressourcen für die Upgrades noch relativ schnell gefarmt, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt, sag mal Rathaus 9, 10, 11, wird es immer schwieriger, auf einmal so viele Ressourcen zu haben, um 3 Sachen gleichzeitig zu starten, weil die dann schon mehrere Millionen kosten. Da muss man schon ein paar Stunden durchfarmen, dass man die Ressourcen dann reinholt. Also ist das alles ganz leicht zu vermeiden, indem ihr nicht immer mehrere Sachen gleichzeitig upgradet, die leicht lange dauern, sondern einfach ein bisschen Zeit versetzt. Fehler Nummer 3 ist, eure Helden nicht zu maxen für die jeweilige Rathausstufe. Ihr seht das ja hier auch in meinem Dorf. Ich habe meinen King und meine Queen beide auf Level 11, also sind jetzt auf Level 16 durch den Heldenboost, aber Level 11 King und Level 11 Queen hat man ja eigentlich bei Rathaus 9 schon, da gehen die bis Level 13, ich glaube bei Rathaus 11 gehen die Helden beide bis Level 50. Da habe ich auf jeden Fall noch viel zu tun, aber in der Base Rush ja sowieso. Aber als Beispiel auf meinem Hauptaccount habe ich die Helden ja fast max, da gehen die Helden hier König und Queen bis Level 65 und der Wächter bis Level 40, also da habe ich noch ein bisschen was zu tun, bin aber relativ weit schon. Und als Vergleich haben wir jetzt hier noch jemanden, der Rathaus Level 13 ist und Queen auf Level 53 hat, King auf 51, also das ist ja Rathaus 12 Niveau. Das als Rathaus 13 Spieler ist natürlich nicht so nice. Deswegen empfehle ich euch immer, eure Helden zu maxen für die jeweilige Rathausstufe oder möglichst weit zu bringen, weil sonst müsst ihr das ja irgendwann alles nachholen und irgendwann werdet ihr verstehen, wie wichtig die Helden eigentlich sind für den Angriff. Deswegen solltet ihr gleich von Anfang an eure Helden immer gleichmäßig mit hochziehen zu der jeweiligen Rathausstufe. Ein weiterer Fehler ist, wenn ihr eure Helden ungleichmäßig upgradet, also zum Beispiel, wenn ihr eure Queen auf Level 25 schon habt, neuen King erst auf Level 15. Das kann man natürlich auch machen, es ist aber eher sinnvoller, wenn ihr die ungefähr auf dem gleichen Level habt, weil sonst hängt der eine Held immer hinterher und ich finde, meiner Meinung nach sind ja alle Helden wichtig, alle haben ihre Vorteile und besonders dann in der Clankriegsliga, wenn es um wichtige Sterne geht, kann das für euch dann schon ein Nachteil sein, wenn ihr nur einen Helden gut gelevelt habt. Ein weiterer Fehler, den ich sehr, sehr oft sehe, ist, dass viele ihre Defensive verbessern und sobald sie damit fertig sind, also mit dem Gold nichts mehr upgraden können oder auf jeden Fall die Defensive nicht mehr, fangen sie an, ihren Rathaus abzugraden. Aber ihr müsst ja auch immer noch bedenken, es gibt ja viele Sachen wie zum Beispiel die Helden oder die Kasernen, die ja auch wichtig sind. Die könnt ihr zwar nicht mit Gold upgraden, aber die sind ja auch wichtig für den Angriff. Oder es ist ja auch wichtig, dass ihr im Labor relativ viel upgradet habt und da auch möglichst max seid, um dann auf der nächsten Rathausstufe nicht so weit zurückzuhängen und mit den Gegnern auf eurer Rathausstufe mithalten zu können. Ein weiterer Fehler, der auch zum Labor passt, ist, dass ich das auch schon oft gesehen habe, dass Leute Truppen upgraden ohne wirklichen Zusammenhang im Labor. Also jetzt als Beispiel die Bogenschützen ab und danach den Drachen, dann aber wieder den Päcker. Und zum Beispiel meiner Meinung nach wäre es sinnvoll, erstmal Drachen und Ballon abzugraden und noch den Blitzzauber, weil dann habt ihr eine komplette Armee upgraded und nicht immer nur eine Truppe auf Max und die andere hängt noch hinterher, sondern erstmal eine Armee wirklich auf Max für die Rathausstufe bringen und dann die nächste Armee anfangen upzugraden. Ein weiterer Fehler, den viele machen, ist, dass sie ihre Mauern nicht
wirklich upgraden. Das ist am Anfang vielleicht noch nicht so wichtig, aber später, besonders ab Rathaus 10, Rathaus 11, wo man dann auch in seine Klarenburg eine Belagerungsmaschine mitnehmen kann, ist das Level der Mauern schon wichtig, weil ob der Mauervernichter jetzt zum Beispiel ein Schlag für die Mauer braucht oder drei, macht ja dann schon Unterschied, weil wenn ihr wirklich eure Mauer nicht so gut abgegradet haben, dann läuft die gegnerische Armee einmal durch eure Base durch und die Mauern sind da, halten die wirklich gar nicht auf. Aber wenn ihr eure Mauern maxed habt für das Rathaus, braucht der Mauervernichter, glaube ich, zwei oder drei Schläge, was auf jeden Fall die Armee verlangsamt und zurückhält. Aber Mauernfarm ist auch nochmal was ganz Spezielles in Clash of Clans. Dazu wird es demnächst auch ein Video geben, wie ihr schnell eure Mauern verbessern könnt. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Schreib mir auch gerne deine Meinung in die Kommentare. Hast du ein oder mehrere dieser Fehler schon mal gemacht? Oder gibt es deiner Meinung nach noch andere Fehler, die ich in diesem Video nicht genannt habe? Schreib es mir gerne in die Kommentare.